Super. Mhm. Also, Musicando 2023. Ich habe heute dabei den Modi X7. Wir gehen mal vor auf die Bühne. Wir haben ja das Jahr 2023. Und das ist 40 Jahre nach dem Jahr 1983. Und im Jahr 1983 kam ein legendäres Modell auf den Markt. Hier steht es. Das legendäre Yamaha DX7. Und das zeichnet sich natürlich aus durch Frequenzmodulation als Klangerzeugung. Und die Frequenzmodulation ist auch heute noch ein Thema. Und aus diesem Grund habe ich hier den Modi X7 Plus dabei, um zu zeigen, wie toll das auch heute noch ist. Die Kombination zwischen Frequenzmodulation, heute mit aktuellen Effekten, die das DX7 noch gar nicht hatte, und in Kombination mit den AWM-Sounds.